Willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich bin euer Odo. Und wir sind zurück in unserem Kampf gegen Venedig. Stopp, stopp, stopp. Wieso machst du keine Pause, wenn das sowas ist? Wir haben Merchant Defects. Our use of mercantilist policies is providing frustrating. Policies is proving frustrating for some of our merchants, causing some to defect to other countries. Arg. Wir können unsere Trade Efficiency steigern oder unseren Merkantilismus. Na super. Ja, ist ja wurscht. Was soll schon sein? Was macht ihr? Na, nicht sag, dass du nach Venedig jetzt runterkommst, du Wappler. Ach, natürlich kommt er runter zu uns, um uns wieder irgendwelche Sachen zu erzählen von seinen Kindern. Ja, ich weh. Das wird nicht besser werden da unten. Bei uns sollte es schon besser werden. Mir wäre es recht, wenn Venedig vor Dalmatien fällt, einfach deshalb, weil dann kommen diese 8 Schiffe da raus. Ha, ein Wall Breach. Das ist cool. Wie sind die auf. Ah, die blockieren da unten auch. Gewagte Sache mit dieser Flotte. Wenn der da rauskommt mit seiner Flotte, ist Schluss mit dir. Wallbridge ist gut. Gut, gut, gut. Der wird hier irgendwie nicht gezeigt. In Wirklichkeit bringt einen plus 1. Sie bitte nicht da herumsitzen und die Provinz plündern. Tun Sie das eigentlich? Ich glaube nicht. Ah, Dalmatien ist gefallen. Ist eh klar. Aber sie bleiben dort drinnen stehen. Finde ich gut. Finde ich gut. So, sobald Venedig gefallen ist, können wir natürlich einen Briten machen. Ich darf noch nicht vergessen. Würde mich nicht stören, wenn wir mit den 7% es geschafft hätten, die Burg einzunehmen. Disease Outbreak ist eh klar. Sehr ärgerlich. Statt dass wir einen 13er würfeln, machen wir lieber einen Disease Outbreak. Ich weiß gar nicht, wie wir auf die Idee gekommen sind, bis einen Wert von 1 bis 14 zu nehmen. Ich meine, wir konnten auf sowas. So.
So, Romagna können wir auch noch claimen. Ich hole mal heim. Und dann machen wir wieder Friede, Freude, Eierkuchen mit den Verbündeten. Ho, 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 ho. Die Osmanen sind da mit einer Flotte. Das ist aber nett von ihnen. Die machen meine Arbeit. Beziehungsweise in Wirklichkeit machen sie nicht meine Arbeit, sondern... Das würde ich nämlich nicht können mit meiner Flotte. Aber das ist supi. Mit etwas Glück erbeute ich da sogar noch ein paar Spanakeln. Wenn die da jetzt rauskommen, dann... aber offensichtlich nicht groß genug. Jetzt glaube ich wieder erreichen. Aber jetzt haben wir nur einen Zweier gewürfelt. Tja, schade. So, wir haben gesagt, wir wollen unsere Meinung von irgendwelchen Leuten verbessern. Oder? Brandenburg. Wir versuchen Brandenburg als nächstes. Ja, die würden sogar eine Royal Marriage eingehen mit mir. So, warte mal, aber wir haben jetzt Dalmatien. Würden sie eigentlich schon den Frieden annehmen, frage ich mich gerade. Komm nochmal kurz zurück. Ich schicke ihn nachher eh gleich wieder hin. So, das wollen wir natürlich auch noch. Also diese drei Gebiete. Das. Und wir hoffen, dass Mailand Brescia erobert, wobei Brescia, glaube ich, gehört eh schon zu unserem Gebiet quasi. Und dann wollen wir einen Haufen Geld. So viel als, ach Gott, wir wollen einfach alles. Wir brauchen Venedig auch noch. So, was würde das bringen? Wir würden 28 Diplomatiepunkte brauchen dafür. Gut, das ist wurscht. 28 ist jetzt fast nichts für diese Monster-Dinger. Das hat noch 16,5 Prestige. Und 17 Power Projection. Na, 17 Power Projection ist schon ganz gut. Ja, so ein Piece ist ganz gut. Warte mal. Mal da weg. Was könnten wir denn noch? Wir könnten. Wir könnten. Verlangen, dass sie Alliance brechen, sie wollen nicht in der Power Projection ändern. Das ist wahrscheinlich die End Rivalry, aber das können wir nicht machen. Oh, dann würde es nicht mögen, diesen Deal. Wir würden Trust reduzieren, aber es würde nicht heißen, ja was heißt 59% Dings? Sag mal, spinnst du? Du hast 59% Beteiligung, wie kommst du auf die Zahl? Was hast du gemacht in diesem Krieg? Du bist nur blöd rumgestanden.
Und im richtigen Moment bist weggegangen. Gibt's ja wohl nicht. Ah, gut. Wir müssen Venedig erobern, weil das gehört auch uns dann. Das ist auch unsere Vorbeteiligung. So, ausgezeichnet. Wie schon gesagt, wir warten noch auf die Seeschlacht. Erstens ist das nochmal Vorbeteiligung für uns. Und zweitens... Mit etwas Glück erobern wir ein paar Schiffe. Wir haben einen relativ guten Admiral da. Schade, keine Kitchen Chips. So, wie ist das jetzt mit der Vorbeteiligung? Er hat noch immer 55%, das gibt's ja wohl nicht. Wie kommt er auf so eine hohe War Participation? Richtig. Er hat genau eine Provinz besetzt und bei den anderen ist er mal im Weg gestanden. Vollkoffer. So, wenn wir jetzt Frieden schließen, dann übernimmt Mailand hier gleich die Belagerung. Na gut, das ganze Geld wollen wir auch noch. Du kannst mich mal gern haben, dass man wünscht, ob du mich nicht magst oder schon magst. Du kriegst trotzdem nicht. So. Der wahnsinnige Mailänder Venedig holen und dann im Anschluss Brescia verlangen. So, was haben wir da? Der Decline of Hungary. Na, schau was an. Finde ich gut. Und schon sind wir besser als Hungary. Wir kriegen die Restoration of Hungary. You have completed a mission. Austria gain restoration of Union Casus Belli on Hungary. Finde ich gut. Was kann das? Heißt das? Wir müssen denen den Krieg erklären, damit wir sie in unsere Union wieder kriegen. Ach Gott. Wir müssen also die Alliance dissolven. Ich kann das... Ach Gott. Gerade wie lange wir diese Dings haben. So, die müssen wir holen, weil die gehören uns und aus. Der erste Teil unserer Mission ist erfüllt. Wir haben Venetien wieder zurück ins Heilige Römische Reich geholt. So. Fehlen uns nur noch Emilia Romana, Central Italy und Rome. Also quasi nur noch das Papal State. Wie viel brauche ich eigentlich durch? Wahrscheinlich schon, ihr gehört zum Heiligen Römischen Reich.
So, finde ich gut, 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 gut. Diese Gebiete sind natürlich relativ hinüber, aber soll's. Kann man nichts machen. Sowas kommt halt vor. Gut. Wir werden wieder anfangen bei dir. Ah, Mist. Solange ich mit dem eine Royal Marriage habe. Das ist blöd. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob ich denen den Krieg erklären kann, wenn ich eine Royal Marriage habe. Was? Jetzt schon? Vielleicht sollte ich mal sowas anschauen, bevor ich irgendwem... Wie können die jetzt schon eine Koalition haben gegen mich? Ich habe einen Krieg geschlagen. Okay, ich habe ein wunderschönes Gebiet genommen, aber für ein blödes Gebiet so viel auf... Ah, Gott. Ich hasse es. Koalitionen sind schrecklich. Wie kann das sein? So schlimm ist es doch gar nicht, was ich da gemacht habe, oder? War das so schrecklich? Na, okay. Würzburg, nicht jetzt. Ich will es nicht verschreien, aber Deutschland ist extrem friedlich. Die Spiele, die ich bis jetzt gespielt habe, haben sie sich in Deutschland immer gegenseitig befetzt, wie die Wahnsinnigen. Das ist bis jetzt alles ausgeblieben. Na gut, das heißt, den nächsten Krieg, vielleicht sollten wir den doch etwas ruhiger angehen. Warte mal. So, dann machen wir mal Folgendes. Die machen wieder Protectorate in Ragusa. So, ich nehme mal an, die sind doch relativ unzufrieden mit mir. 12, 11, 10,3%. Mal versuchen, die Gebiete unter unsere Knute zu bekommen. Jetzt sind da Truppen anwesend, sollte das eigentlich besser werden. Ah ja. Ist auch in der militärischen Allianz. Naja, super. Das haben wir gut gemacht. Das haben wir gut gemacht. Okay.
Okay. Alle? Echt jetzt? Das ganze Heilige Römische Reich hat sich gegen mich verschworen. Na, Hauptsache die drei sind auf meiner Seite. Städte. Kann ich es so erst machen, wenn ich 50 Punkte habe. Und dann müssen noch alle dafür stimmen. Ah, Savoyen, Florenz, Genua, Salzburg, Böhmen. eigentlich alle, oder? Okay, wir werden ein New Profile halten. Mal jetzt in nächster Zeit. Wie schon gesagt, Low Profile. Wir werden jetzt anfangen, alle möglichen, warte mal, wie wir das machen mit der Coalition, werden da jetzt alle drinnen? Puh, alle. Naja, alle nicht. Aber viele, sagen wir es mal so, viele. Fangen wir mal an. Du bist nicht in. Oh ja, du bist auch in der Koalition gegen mich. Ist okay. Ist okay. Das wird aufhören. Irgendwann einmal. Jedes Jahr. Schweiz. Super. Ja, wenn ich gegen die alle Krieg führen muss, dann wird es aber doch problematisch. Wieso verliere ich jetzt außerdem Geld, frage ich mich. Wegen der Korruption. Und wegen Fort Maintenance. Ah, ja. Aber dafür steckt meine Army-Tradition. Interessant, dass Venedig noch immer ein Rivale von mir ist. Normalerweise müsste ich jetzt doch so stark sein gegenüber ihm. Ja, spätestens wenn er Brescia verloren hat, nehme ich mal an, sollte das kein Thema mehr sein. Okay, ein Koalitionskrieg. Gegen wen führen wir denn aller Krieg? Wahrscheinlich gegen alle. Viele, 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 viele Feinde. Viel Feind, viel eher, sagt man. Gut, schauen wir mal, dass wir die Kleinen außer Gefecht setzen, bevor sie sich irgendwie verbünden und vereinigen können.
Ach, warte mal. Nein, 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 nein. Du gehst da nach unten. Und knallst mal den raus. Oder gehst du nach Süden? Ach, was soll's. So, ich brauche noch ein paar Truppen. Noch spät. Oh. Verdammt. Nein. Meine Schiffe. Nein. Nein. Meine schönen, teuren Schiffe. Ärgerlich. Oh. Verstehe. Meine Verbündeten helfen mir ja. Aber es sind aber wenig. Weil ich die Allianz mit Ungarn gekappt habe. Vielleicht hätte ich das nicht tun sollen. Vielleicht sollte ich wieder zurückgehen und neu laden und die Allianz mit Ungarn noch beibehalten. So, was haben wir da? 3000 davor. Diese Truppen erledigen. Verdammt. Sollten wir auch rübergehen. Wo kommen diese ganzen Truppen her? Bist du irre? Wo nehmen diese Truppen her? Okay, wir laden neu. Das ist genau das, was ich gesagt habe, was passieren wird. Ich werde irgendeinen Blödsinn machen und dann haben wir den Salat. Okay, Herrschaften, das nächste Mal, wenn wir uns wiedersehen, werde ich neu geladen haben und wir schauen uns an, ob wir aus dem Dilemma rauskommen ohne gröbere Probleme. Bis dann. Einen schönen Abend wünsche ich euch, schlaft gut und träumt was Schönes.